Ich spiele seit circa 23 Jahren Videospiele. Überwiegend auch sehr viele Shooter. Und ja, da fällt mir immer wieder auf, dass die Nachlade bzw. das Nachladen an sich in den meisten Spielen komplett unrealistisch ist. Was ich damit meine, wenn man ein Magazin voll hat mit 30 Schuss und man schießt 2 Schuss raus und man nimmt das Magazin und schmeißt es in die Botanik, weil man gerade nachlädt, und wenn das Magazin wieder voll ist, dann wirft man normalerweise 28 Schuss zum Beispiel von einem 30 Schuss Magazin weg. Dann lädt man ein neues nach. Aber die 28 sind fort. Das ist halt nicht realistisch und so funktioniert's halt eigentlich auch nicht. Klar ist es in den meisten Spielen eigentlich Wurst, wie es funktioniert. Hauptsache der Spielspaß und man hat genügend Munition, um die Gegner niederzurotzen. Natürlich. Aber für mich macht das schon einen Unterschied. Hier zum Beispiel ein Spiel, wo es wunderbar funktioniert. Man schießt. Man hat noch ein paar Patronen drin. Man lädt nach und hat ein neues Magazin. Und die Patronen, die im Magazin waren, die sind weg. Die kriegt man auch nicht mehr. Wenn das Magazin leer ist und man keine Magazine mehr hat, dann bleibt der Verschluss hinten. Genau so sollte es eigentlich sein. Leider ist es halt in den meisten, vor allem modernen Shootern, eben nicht der Fall, dass es eben so ist, wie es eigentlich sein sollte. Aber jetzt zum Beispiel weiß man, okay, man müsste auf eine andere Waffe wechseln. In den meisten modernen Shootern macht er das ja sogar schon automatisch. Wenn das Magazin leer ist, zack, wechselt er auf das nächste, was halt da ist. Ja, kann man machen, muss man aber nicht. Jetzt, ich lade nach, zack, und habe wieder mit der Munition. Aber bevor ich nicht nachlade, kann ich auch nicht schießen. Er macht das auch nicht automatisch. Und das finde ich an dem Spiel wie Cry of 4 relativ gut gemacht, obwohl es schon echt alt ist. Hier zum Beispiel wieder das typische Beispiel. Man hat 300 Schuss und von den 300 Schuss schießt man 2 und man hat 298. Ist halt eigentlich nicht so. Und es gibt eigentlich kaum Spiele, wo das eigentlich wirklich richtig funktioniert. Das macht mich irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen traurig. Dass zwar alles auf Action und Geballer und ausgelegt ist, aber es eigentlich so halt nun mal nicht funktioniert. Hier zum Beispiel ein Spiel, das eher davon lebt, dass man realistische Nachladeanimation bzw. realistisches Waffenfeeling auch hat, als wie auf Action. Hier hat man zum Beispiel einen Revolver und diesen Revolver muss man erstmal manuell auch nachladen. So wie es halt auch sein sollte. Jetzt sieht man seine Trommel, die Patronen, ich muss jetzt erstmal die ganzen Patronen in die Trommel stopfen. Oder auch nicht.
Je nachdem, wie man Lust hat. Ja, man kann die Trommel sogar drehen. Und jetzt kann man schießen. Und wenn die Patronen leer sind, macht es nur Klick statt Peng. Und auch hier was, dass diese zwei Patronen da an der Seite hängen bleiben. Das passiert auch in echt. Also es kann oder kann durchaus in echt auch so passieren. So, hier haben wir jetzt eine abgeschossen und die restlichen mit voller Patronen drauf und es funktioniert und es funktioniert wirklich gut. Noch besser funktioniert es hier mit Pistolen. Meistens. Aber auch hier, wenn keine Patrone drin ist und ein Magazin drin ist, bleibt der Schlitten hinten. Hier ist jetzt, müsste jetzt ein Magazin drin sein, der Verschluss ist hinten, beziehungsweise der Schlitten und man kann feuern. So, Magazin leer, Verschluss bleibt hinten. Genau so sollte es sein. Jetzt muss man erst das Magazin raus und ein neues Magazin reintun. Genau, Magazin raus, Magazin ist leer und das lässt auch leer. So, nochmal kontrollieren, ob die Waffe auch leer ist. Hier hat man wieder ein Magazin, was voll ist und man soll das nicht unbedingt droppen. Wieder rein, durchladen und man ist wieder feuerbereit. Wenn man jetzt natürlich nochmal durchladen würde, zack, wäre schon wieder ein Schuss weniger drin, weil die Patrone rausrepetiert wird. Hier zum Beispiel mal ein kleines Praxisbeispiel. Das ist eine 9mm Gas- bzw. Platzpistole, die frei ab 18 verkäuflich ist. Hier habe ich zwei identische Magazine mit Pfefferpatronen. Das sind sieben Stück, glaube ich, müssen drin sein. Ich tue ein Magazin rein. Ich lasse den Verschluss nach vorne. Die Waffe ist jetzt feuerbereit. Ich schieße. Eine Patrone rausrepetiert. Ich schieße wieder. Wieder eine Patrone rausrepetiert. So, jetzt mache ich den typischen Call of Duty Magazinwechsel. Nehme das neue Magazin, stecke es rein und müsste jetzt normalerweise statt den üblichen 7 Schuss eigentlich 8 Schuss drin haben. Ich habe noch einen in der Kammer. Dem ist aber halt in den meisten Spielen nicht so. Hier zum Beispiel auch ein Spiel, wo man komplett unendlich Munition hat für seine Handfeuerwaffe. Ja, das macht Spaß. Natürlich. Aber wenigstens muss man hier auch separat nachladen. Sonst passiert halt nichts. Wenigstens an sowas wurde gedacht. Im Großen und Ganzen sind moderne Shooter eher auf Action ausgelegt als wie auf Realismus. Und ich finde es schade. Gerade bei so Kriegsspielen wie Call of Duty oder Battlefield. Es würde wesentlich spannender sein, wenn man noch auf seine Munition achten müsste. Anstatt einfach nur blind nach vorne zu laufen und drauf zu rotzen.
Jetzt zum Beispiel was, was wieder realistisch eigentlich ist, wenn man eine Schrotflinte hat, sei es jetzt Pump oder Automatik, wenn sie kein Magazin hat, dann schießt du zwei Schuss und du lädst zwei Schuss wieder nach. Genauso ist es auch in echt. Und das ist aber halt nicht bei den meisten, eigentlich bei sehr wenigen Waffen, außer halt es sind Schrotflinten. Da ist es wiederum realistisch, dass du auch nach zwei Schuss wieder nachlädst, weil du lädst im Prinzip bloß zwei neue rein, die restlichen bleiben drin. Anders halt wie jetzt hier bei der Pistole. Ich bin der Meinung, selbst in Zukunftsshootern wie hier soll das eigentlich schon auch realistisch sein. Ich glaube nicht, dass er einfach jetzt einen USB-Port reinsteckt und hat wieder ein Magazin oder halt genügend Patronen. Naja. Genauso ist es mit dem Gefühl der Waffe. Eine Desert Eagle im Kaliber 50 AE. Die schießt du nicht einfach so, wie jetzt hier in dem Video. Die hat einen ordentlicheren Rückstoß. Und auch hier wieder das gleiche Problem. Du hast dein Magazin, du schießt, tust das Magazin raus, tust ein neues rein. Ja, aber es funktioniert so nicht. Naja, hier noch ein kurzer Ausschnitt aus The Division 2, wo es eben genauso ist, dass eben das Nachladen halt einfach nicht realistisch ist. Klar macht das Spiel Spaß, aber hier zum Beispiel auch gesehen, einen Schuss mit der doppelläufigen, zack, er schmeißt den anderen guten Schuss mit weg. Warum? Klar hat er unendlich Schuss, aber es sollte so nicht sein. Naja, ich bedanke mich auf jeden Fall für eure Aufmerksamkeit. Ich wollte es bloß mal kurz thematisieren und freue mich aufs nächste Video. Bis dann. Tschüss.